Heute Nacht ist etwas passiert, was ich für mittelfristig und langfristig sehr bedeutsam erachte. Und auch die Aktienmärkte in Asien haben ein bisschen darauf reagiert. Nämlich, Donald Trump hat faktisch Xi Jinping persönlich attackiert und kritisiert. Und das ist eine neue Qualität, denn bisher hat es Trump ja so gehalten. Er hat über China geschimpft, hat da Polemiken losgelassen, gesagt, die leben auf unsere Kosten etc. Aber ich bin befreundet mit Xi Jinping, ganz toller Typ. Dementsprechend hat Donald Trump sich immer eine Tür offen gelassen, hat China praktisch scharf kritisiert, aber gesagt, ja, aber ich bin doch befreundet mit dem Führer Chinas. Das kriegen wir hin, hat also immer die Tür zu Verhandlungen offen gelassen. Und diese Tür ist jetzt geschlossen und das zeigt, dass die Dinge nun wirklich ernst werden. Und Asiens Aktienmärkte, wie gesagt, haben da ein bisschen drauf reagiert und haben die US-Futures damit nach unten gezogen. Noch nicht dramatisch, aber es ist doch so, dass man hier ein bisschen vorsichtiger wird, weil man merkt, dass dieser Handelskrieg 2.0 in der Corona-Krise jetzt natürlich nochmal neues Potenzial hat mit Reparationsforderungen, mit der Story um Taiwan, die immer akuter wird. Da ist praktisch jetzt die Rede davon, dass diese Ein-China-Politik, an der die USA seit Nixon ja festgehalten haben, im Prinzip mental und rhetorisch schon aufgeweicht haben. Für China eine ungeheure Provokation. Auch die Regierungschefin Taiwans, die jetzt die zweite Amtszeit antritt, hat gesagt, diese Ein-China-Politik, die führt zu nichts, die bringt nichts. Also man bereitet jetzt praktisch den Abgang einer bisherigen Kompromisslösung vor. Damals war es so, dass man gesagt hat, okay, Taiwan ist faktisch unabhängig, wird aber international nicht anerkannt. Jetzt scheint es so zu sein, dass die Amerikaner darauf hinzielen, Taiwan auch praktisch als eigenständigen Staat anzuerkennen. Und dann macht es Bums, denn das ist für China absolutes No-Go. Das ist eine rote Linie, die noch röter ist als als der Bann gegen Huawei. Schauen wir uns die Tweets mal an, die The Donald losgelassen hat heute. Da spricht er, China betreibt eine massive Desinformationskampagne, weil sie unbedingt den Sleepy Joe Biden, den schläfrigen Joe Biden unterstützen wollen. Und damit sie weiter sozusagen China USA ausbeuten können, wie schon seit vielen Jahren. Und das alles comes from the top. Das alles kommt von der Führungsspitze. Damit kann nur Xi Jinping gemeint sein, respektive eben die Leute um Xi herum. Die hätten ganz easy, ganz leicht diese Plage, diese Epidemie stoppen können, aber sie haben es nicht gemacht. Und dann bezieht sich hier Trump auf einen Spokesman, auf einen Sprecher. Ist unklar, meint er den Sprecher des Außenministeriums oder meint er Hu Xixin, den Chefredakteur der Global Times, der praktisch das Gesicht oder das Sprachrohr China ist auf Twitter, wo man so ein bisschen Insights bekommt, wie die Führung in Peking denkt. Jedenfalls sagt er hier, dass diese Desinformationskampagne eben breit angelegt ist und von der Führung mithin, also auch von Xi Jinping, abgesichert ist, praktisch unterstützt wird. Und der angesprochene Hu Xixin, der wahrscheinlich mit diesem Spokesman gemeint ist, sagte, ja, ganz im Gegenteil, die Chinesen wollen, dass Donald Trump gewinnt, weil sie dann praktisch sehen, dass Amerika immer exzentrischer wird und letztendlich sage man, in China gibt es ein Sprichwort, Jianguo, das heißt Help to Construct China, also hilft dabei, China aufzubauen, praktisch Trump als Steigbügelhalter für den Aufstieg Chinas zur absoluten Weltmacht. Das ist natürlich eine interessante Konfrontation, die hier stattfindet. Das zeigt, dass wir hier jetzt in ein neues Stadium eingetreten sind und darauf werden die Märkte mittelfristig und langfristig reagieren müssen, zumal man jetzt offenkundig seitens der Regulatoren in den USA weitere Maßnahmen gegen Huawei vorbereitet hat. Das hängt auch alles zusammen mit der Taiwan-Frage. Hier hat ja der weltgrößte Hersteller von Chips, ein taiwanesisches Unternehmen, hat ja praktisch selbst jetzt einen Lieferbann gegen Huawei verhängt. Das sind also geopolitische, wirtschaftspolitische, handelspolitische Dinge, die jetzt ineinander greifen und das wird jetzt eskalieren. Das ist sozusagen das eine, was so ein bisschen die Laune verdorben hat in Asien. Das andere ist dieser junge Mann, das ist der Führer des Senats, der republikanischen Fraktion im Senat, Mitch McConnell, der gesagt hat, ja, also jetzt im Juli ist Schluss mit diesem
Enhanced Unemployment Benefits. Die Amerikaner haben ja das Glück, die jetzt arbeitslos geworden sind, in Anführungszeichen das Glück, dass sie überwiegend mehr verdienen als davor. 62% derjenigen, die arbeitslos geworden sind, verdienen mehr als damals, als sie noch vor der Corona-Krise im Job waren. Apropos Arbeitsmarktdaten, die kommen heute um 14.30 Uhr. Hier sehen wir das, was zuletzt der Fall war. Letzte Woche knapp 3 Millionen Arbeitssuchende, neue Arbeitssuchende mit Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und 22,8 Millionen Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge. Jetzt wird erwartet, so um und bei 2,4 Millionen ist so die Konsenserwartung. Goldman Sachs 2,5, Citigroup nur 1,7 Millionen. Aber wie gesagt, die Continuing Claims, die untere Grafik hier, die wird immer wichtiger, weil es eben die Frage ist, kommen da Leute wieder zurück in den Job? Ja, nein. Wie wird sich das verhalten? Wir haben gesehen, was also die Schätzungen sind. 14.30 bei finanzmarktwelt.de. Wir sind für Sie auch am Feiertag da, meine Damen und Herren. Das soll einfach mal gesagt sein. Jetzt sehen wir hier, dass natürlich diese Arbeitslosigkeit extrem bullisch ist. Wir sehen hier die Grafik von Northman Trader unten, der Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 14,7%. Faktisch höher, um und bei 20%, das geben selbst amerikanische Statistiker zu. Und gleichzeitig steigt der S&P 500 mit der Arbeitslosigkeit praktisch im Tandem. Das ist also natürlich ein Zeichen, dass die Fed hier den Putte ausgerollt hat. Sonst wäre so etwas nicht möglich, so eine Idiotie, dass praktisch die Wirtschaft kollabiert und gleichzeitig die Aktienmärkte steigen. Aber die Aktienmärkte preisen eben diese Liquidität ein. Offenkundig sagen sich, ja, solange der Fed-Putt da ist, vielleicht gäbe es nichts Schlimmeres, als wenn die Corona-Krise vorbei wäre. Dann würden die Märkte crashen, so zynisch es ist. Wir sehen Bewegungen an den Märkten, die schon etwas merkwürdig sind. Wir haben jetzt die sogenannten Fangman-Aktien. Das ist also Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple und Nvidia, die, glaube ich, heute Abend Zahlen vorlegen werden. Nvidia nämlich. Die sind jetzt insgesamt 6,1 Billionen Dollar wert. Das ist mehr als das kombinierte Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Italien. Amazon alleine ist jetzt wertvoller als der gesamte DAX, hat also eine größere Marktkapitalisierung als der ganze DAX. Erstaunlich für ein Unternehmen, das im Kerngeschäft eigentlich keinen Gewinn macht, nämlich die Bestellungen, die Sie und ich und wir auch immer tätigte, sondern die nur mit Cloud Geld verdienen faktisch. Wir sehen dann, dass diese Fangstocks ein neues Hoch erreicht haben. Und es geht immer weiter nach oben. Hurra, es ist großartig. Gleichzeitig sinken die Absicherungen, nämlich das Put-Call-Ratio, auf den tiefsten Stand, den wir jetzt seit Jahren gesehen haben. Das heißt nicht automatisch, dass es dann nach unten geht. Das sehen wir hier in dieser Grafik, wo Sven die Tiefpunkte eingezeichnet hat. Aber es zeigt, dass sozusagen hier, wenn es nach unten geht, viel Schmerz erlitten wird. Das ist also der Weg des größten, wäre der Weg des größten Schmerzes, denn da rechnet kaum einer damit derzeit, so zumindest der Optionsmarkt nicht. Und das würde bedeuten, dass da die Absicherungen nicht da sind. Dann müsste man sich neu absichern, wenn man ein Long-Portfolio verwaltet. Interessant ist, dass diese ganze Rallye funktioniert ohne die Finanzwerte. Die sind jetzt im S&P 500 so gering gewichtet wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Nach meiner Auffassung müssen die Banken hier sich erholen, sonst wird diese Rallye nicht von Dauer sein, denn die Banken sind im Prinzip die Verteilstation von Liquidität. Und wenn diese Verteilstation krank ist, dann wird der Organismus sozusagen mit Gift durchspült. Wir sehen, dass offenkundig die Banken stärker reagieren auf das, was man als Realwirtschaft bezeichnen könnte. Heute um 14.30 Uhr auch der Philadelphia Fed Index, der zuletzt bei minus 56,6 lag und jetzt in der Erwartung drastisch steigen soll im Mai auf minus 49. Wir sehen insgesamt, dass gestern eben der S&P 500 diesen Breakout versucht hat, über diese Fibonacci Retracement Levels hinauszukommen. Jetzt wären wir aktuell wieder praktisch unter dieser Widerstandslinie, über die wir gestern so ein bisschen ausgebrochen sind. Fehlausbruch, Fragezeichen, ja oder nein. Heute werden wir schlauere sein. Und wir sehen, dass jetzt erstmals seit 2 Monaten die Mehrheit der Aktienmärkte nicht mehr im Bärenmarkt ist. Also nicht mehr 20% unter dem vorherigen Hoch ist. Wir sehen, dass gleichzeitig natürlich die Zentralbanken im April alleine 1,3 Billionen an Anleihen vor allem gekauft haben, aber teilweise eben auch an Aktien. Dieses Volumen ist aber jetzt deutlich nach unten gegangen. Das sollte man vielleicht dazu auch erwähnen. Wir hatten heute interessante Zahlen zu den südkoreanischen Exporten. Da gibt es immer nach 20 Tagen so einen Zwischenbericht in Südkorea. Und Südkorea ist so eine Art Proxy
für das, was sozusagen an Weltwirtschaft der Fall ist, weil man sehr exportorientiert ist. Und wir sehen in diesen ersten 20 Tagen, ist zwar eine etwas weniger dramatische Entwicklung erkennbar, aber nach wie vor -20% zum Vorjahresmonat. Wir sehen also, dass diese Erholung nicht so wirklich drastisch verläuft. Das dürfte auch für China gelten, wenn man seine Zahlen nicht so schön frisieren würde. Wir sehen hier, kommen auch um 9:30 Uhr, auch bei Finanzmarktwelt, by the way, die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland. Da waren wir im verarbeitenden Gewerbe zuletzt knapp über 34, jetzt 39 erwartet. Und wir waren im Dienstleistungssektor im letzten Monat bei sportlichen 16. Ja, 50 ist die Schwelle zwischen Wachstum und Kontraktion. Jetzt erwartet man eine massive Erholung von 16 auf 28, sind ja fast 100%, gell? Also da sieht man mal, wie wahnsinnig wir uns da erholen. Wir haben auf der anderen Seite dann interessante Statistiken aus den USA, nämlich da, wo der Lockdown aufgehoben wurde, respektive stark gelockert wurde, aus einigen Bundesstaaten wie South Carolina, Texas. Und wir sehen, da ziehen die Restaurantbesuche ein bisschen an, aber man liegt immer noch so 70-90% unter dem vorherigen Niveau. Das heißt, die Leute sind sehr zögerlich, dieses alte Verhaltensmuster des Konsums wieder an den Tag zu legen. Und anderes Thema hier aus Deutschland, wir haben hier die Lufthansa. Die Aktie steigt, weil eine Milliardenrettung durch den Einstieg des deutschen Staates hier passieren wird. Ich habe ein paar Leute, die im Bereich der Lufthansa tätig sind und die nicht gut auf den Vorstandsvorsitzenden zu sprechen sind, denn die sagen, der hat jetzt diese Krise genutzt, um Germanwings loszuwerden. Das ist für Lufthansa und für den Chef eine Sechser im Lotto, weil man diese Billigfluglinie, die nicht wirklich Geld gebracht hat, jetzt wunderbar abstoßen kann. Auf der anderen Seite kassiert man Staatsgelder und Spöhr, der Chef der Lufthansa, der fliegt dann oder der geht dann mal schnell zum Flughafen, wo eine Lufthansa-Maschine mit rumänischen Erntehelfern eingeflogen wird und lässt da schöne Bilder machen, wo er zeigt, oh Mensch, wir tun doch so viel für euch und für uns und für die Ernte. Die Lufthansa, bitte hier her mit den Milliarden. Also das ist so, dass diese Herrschaften nicht gut auf Spöhr zu sprechen sind und das für ein ziemlich mieses Spiel halten, dass der Staat jetzt gezwungenermaßen mitspielt, der Staat Deutschlands, weil man sich schlichtweg nicht leisten kann, dass man eine systemrelevante Airline fallen lässt. Schauen wir uns mal an, was die Charts alle so machen. Hier sehen wir S&P, also den Leitindex. Ich hatte vorhin gezeigt, dass man da so ein bisschen diesen Breakout nicht bestätigen kann bisher. Schauen wir uns mal an, was der DAX macht. Wir sehen also, dass wir hier leichte Abgaben haben im asiatischen Bereich. Der S&P Future so etwa 0,5% schwächer. Der DAX dürfte reinkommen aktuell, der ja heute offen hat, trotz Feiertag bei 11.130. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,0959. Gold hält sich doch über der 1.700er Marke, aber jetzt etwas schwächer, 1.735 und Crude Oil geht auf 34 Dollar und 11. Also, das ist die Situation. Jetzt wird's ernst. Wir haben heute gesehen, dass eine rote Linie überschritten wurde, nämlich praktisch dieses Ventil, das zwischen den USA und China immer da war. Diese angebliche, vermeintliche Freundschaft, die Trump zu Xi Jinping immer betont hat. Xi hat sich so nie geäußert in diese Richtung. Jedenfalls ist diese Linie überschritten. Damit ist das Eskalationspotenzial deutlich gestiegen. Die Amerikaner werden China verantwortlich machen für die Pandemie. Ihr habt versagt, das ist ja aus diesen Tweets wieder von Donald Trump hervorgekommen. Also präsentieren wir euch die Rechnung. Also nehmen wir keine Rücksicht mehr auf diplomatische Gepflogenheiten, die seit Jahrzehnten der Fall waren. Stichwort Taiwan. Das wird sozusagen vielleicht nicht heute der Mega-Game-Changer sein, aber es wird etwas sein, was uns die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte beschäftigen wird, denn dieser Aufstieg Chinas und dieses Konkurrenzverhältnis zwischen China und den USA, das ist der große geopolitische Faktor des 21. Jahrhunderts, von dem werden unsere Söhne und Enkel noch sprechen. Apropos Söhne und Enkel, heute ja Vatertag, ich wünsche allen Menschen, die männlichen Geschlechts sind und es gibt ja im Finanzbereich die Tendenz, dass man da tendenziell männlich ist, was die Zuschauer oder die Zielgruppe betrifft, denen wünsche ich heute viel Spaß am Vatertag und heute Abend mache ich ein Markeflüster, by the way. Und den Damen, die diese Männer ertragen müssen, diese riesigen Egos dieser Männer, wünsche ich Gleichmut und Geduld und möchte Ihnen sagen, dass diese riesigen Egos evolutionsbiologisch wahrscheinlich notwendig sind,
schwer zu ertragen sind, das wissen wir alle, aber notwendig. Nehmen Sie es daher also mit einem gewissen Gleichmut. Jetzt sage ich Servus und Ciao und freue mich heute Abend auf Sie wieder im Markeflüster und reinschauen bei Finanzmarktwelt zu den Daten 39, 14, 30, da sind absolute Highlights und 16 Uhr sind auch noch Daten, Verkäufe neuer Häuser, glaube ich. Sei es drum, 40, Servus, Ciao.